Diese Figur und noch viele weitere könnt ihr euch jetzt bei Amazing Collectibles schnappen. Schaut doch mal rein, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Review-Zeit, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnegge Reviews zu einer weiteren brandneuen Hot Toys Figuren-Review. Heute kriegt mein Black Widow Squad endlich Verstärkung, natürlich ist auch bei mir die neueste Black Widow natürlich schon eingetrudelt, schon vor einigen Wochen zu Avengers Infinity War. Die konnte ich mir nicht entgehen lassen, trotz dass sie ja diesen kleinen Makel mit den Haaren hat, der jetzt nicht wirklich jedem gefällt. Sie gehört trotzdem dazu und die möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Die Verpackung selbst sieht natürlich wunderschön aus. Ich liebe generell von Avengers Infinity War die Verpackung. Da sind nämlich richtig coole Artworks halt drauf. Und das ist bei Black Widow halt auch keine Ausnahme. Ihr könnt euch das mal anschauen. Hier vorne drauf seht ihr natürlich jetzt schon die gute Natasha, ne, aus dem Film selbst. Das sieht unglaublich cool aus und gefällt mir richtig gut. Natürlich auch hier unten nochmal schön abgesetzt das Avengers Infinity War Logo. Ne? Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Auf der Seite seht ihr hier Black Widow. Natürlich im Hintergrund den Infinity Gauntlet. Ne? Das gleiche hier dann nochmal ohne Infinity Gauntlet. Auch sehr schön. Und auf der Rückseite ganz standardmäßig halt die Credits. Das Coolste ist also, wie gesagt, hier die Front. Kein Schuber, kein nix. Ihr müsst das halt so öffnen. Aber ich denke mal, das ist völlig ausreichend. Was ich jetzt persönlich von dieser Black Widow halte, schauen wir uns jetzt wie immer natürlich in diesem Video an. Viel Spaß! Tja, und so sieht das Ganze aus, wenn wir die gute Black Widow jetzt aus ihrer Verpackung befreit haben. Und es ist ein gewöhnungsbedürftiger Anblick, oder? Ich meine, in Avengers Infinity War war es schon sehr seltsam, Scarlett Johansson halt als Black Widow mit fast schon platinblonden Haaren zu sehen. Aber als Figur ist das Ganze nochmal eine ganz andere Geschichte, denn gerade mit dem Kunsthaar hat der ein oder andere Sammler halt seine Schwierigkeiten. Ich muss gestehen, ich gehöre auch so ein bisschen dazu. Das liegt aber wirklich daran, dass diese Haare einfach nicht in Shape sind. Sie sind einfach nicht irgendwie, schön hergerichtet. Also wenn irgendwer da draußen vielleicht sich damit auskennt und vielleicht Lust hat, mal so ein bisschen hier ihr die Haare zu machen, meldet euch bei Schnegge. Weil das sieht natürlich jetzt direkt so aus der Verpackung raus echt ein bisschen wild aus. Aber ich glaube schon, wenn das ein bisschen Styling hat, das Ganze, dann ist das trotzdem eine schöne Figur. Es ist sowieso eine schöne Figur, denn es ist halt eine Hot Toys Figur und rein von der Machart her ist sie hier einfach sehr, sehr genial. Und so wie ich sie euch jetzt hier hingestellt habe, so ist eigentlich schon fast alles mit dabei, auch an Accessories, was ihr bei der Black Widow mit dabei habt. Das habe ich jetzt alles bei ihr schon mal rangebaut. Da habt ihr einen schönen Ersteindruck, wie die gute Natascha aussieht. Aber wie immer, lasst uns jetzt mal das Gesicht anschauen, damit ihr euch nochmal wirklich euren kompletten Ersteindruck halt von dieser Figur geben könnt. Vielen wird hier bestimmt der Begriff Barbie erstmal über die Lippen laufen. Aber ja, es geht. Also ich muss sagen, als erstes mal, die Haare sind okay. Wie gesagt, mit ein bisschen Styling dürfte das Ganze gehen. Ich war zu Anfang so ein bisschen geschockt, als ich den Prototypen gesehen habe, dass die Haare einfach komplett blond sind. Aber wenn ihr jetzt mal ganz genau hinseht, nein, da hat Hot Toys nochmal nachgebessert. Sie wurden halt so ein bisschen auch mit schwarzer Farbe oder schwarzer Tönung halt bearbeitet, damit das nicht ganz blond aussieht. Ne? Der Headsculpt selbst, ganz ehrlich, das ist immer noch für mich der beste Scarlett Johansson Headsculpt, den Hot Toys rausgehauen hat, denn das ist eigentlich ein Reuse. Das ist der Headsculpt der Civil War Black Widow, die zu meiner absoluten Favoritenfigur in Sachen Black Widow von Hot Toys zählt. Die ist einfach super. Ne? Und da haben sie halt den Headsculpt mit benutzt hier und ich denke mal schon, das ist auch völlig okay. Natürlich ist der Paint Job ein bisschen dran anders. Komm mal her hier. Das ist halt Scarlett Johansson für mich. Das sieht sehr, sehr schön aus. Wie gesagt, es sind die Haare, die die Figur so ein bisschen seltsam aussehen lassen. Gerade hier hätte ich ganz ehrlich jetzt wirklich nichts dagegen gehabt, wenn sie hier die Black Widow halt mit gesculpteten Haar machen. Na, wenn das jetzt hier kein Kunsthaar wäre, sondern wirklich einfach mal ganz normal auch aus Kunststoff. Ich glaube, das hätte der Figur um einiges besser getan. Ganz ehrlich, das wäre schöner gewesen. Ne? Weil ihr seht ja, das Haar, ja, ist eine coole Idee auf jeden Fall, aber umsetzungstechnisch ist es leider bisher mit das Schlechteste an Frisur, was eine Black Widow überhaupt halt zurzeit gekriegt hat von Hot Toys. Sehr, sehr schade. Ja, aber ansonsten, der Rest dieser Black Widow ist einfach toll. Gerade der Suit,
auch wenn er noch so gewöhnungsbedürftig ist, ist doch eigentlich das, was wir schon gewohnt sind. Denn eigentlich, was hieran nur so ein bisschen anders ist, ist halt diese Weste, ne? Diese Weste mit dem Grünton. Ne? Ich war jetzt am Anfang so ein bisschen on the fence, weil ich bin kein Fan von Grün. Ich mag Grün irgendwie an den Figuren jetzt nicht so. Aber ich finde, die Weste sieht hier sehr, sehr stark aus. Das Ganze hauteng mit einem funktionierenden Reißverschluss. Ihr könnt sehen, dass sie darunter eigentlich ihren Standard Black Widow-Anzug trägt. Ne? Der ist einfach mit am Start, der funktioniert, das sieht gut aus. Einzige Änderung auch hier nochmal, sie hat dann hier noch diese Schulterplatten hier, ne? Diese Schulterschutz-Dinger hier am Start, was ganz cool aussieht. Ne? Und detailtechnisch muss ich sagen, ist die Weste sehr cool geworden. Das gefällt mir. Ne? Diesen ganzen Verstrebungen hier und alles, sehr geil gemacht. Und wenn wir jetzt mal auf die Rückseite gehen, da kommen wir jetzt halt zu einem weiteren Piece, was eine Black Widow vorher noch nie hatte. Und zwar dieses Backpack hier, was auch schön geweathert ist. Ihr könnt sehen, hier ist so ein bisschen halt schon das Metall angekratzt. Hier verbirgen sich eigentlich ihre Schlagstücke. Ne? Das ist so gesehen etwas, was auch bei den Accessories mit dabei ist. Das sind halt diese kleinen Teile hier, die ihr dann da halt einfach reinstecken könnt. Na, damit das halt so ein bisschen aussieht, als würde sie die Dinger da jetzt halt drin tragen. Normalerweise habe ich das ja eher hier mal in die Hand gedrückt. Komm mal her hier. Yeah. Die Schlagstöcke selbst sind dann eigentlich diese hier. Na, die fahren sich halt aus und sind halt elektrisch und sie kann sie dann halt auch zusammenstecken zu einer Art Bo-Stab, den sie dann halt auch im Film benutzt und was halt auch als Accessory mit dabei ist, was ihr halt eben auch schon gesehen habt. Das finde ich ganz schön sowas. Na, das gefällt mir. Ja, wie gesagt, die Details an dieser Black Widow sind natürlich wieder sehr, sehr schön. Na, wenn wir jetzt mal weitergehen, auch hier wieder die Gürtel, der Gurt hier, na, sehr cool gemacht. Na, also mich würde mal interessieren, was das generell für ein Suit ist, den sie da drunter trägt. Ich weiß nicht, ob man die Weste ausziehen kann, aber das gefällt mir. Na, auch hier so an den Armen, na, hier natürlich wieder mit ihren typischen Black Widow. Ihr seht das hier, ne, mit diesen, wo sie ihren Widow-Biss abschießen kann. Ne, das ist auch, ich glaube, das ist aber das aus Civil War sogar. Ne, das sieht nämlich dem ganz ähnlich. Ne, dann natürlich wieder die Handschuhe hier am Start. Alles sehr schön gemacht auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt halt den Gurt. Der ist dieses Mal nur aus Gummi gehalten. Das hat mich selber gewundert, ne, aber ist auch völlig okay. Und dann die Holster. Die Holster auch hier, ich glaube, das wird heute mal ein One-Taker für eine Hot Toys-Figur. Die Holster haben jetzt auch schon hier die Accessories drin und ich weiß nicht genau, wie das hier, was das hier darstellen sollte im Film, weil sie hat es eigentlich zwar mal gezückt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie damit irgendwie mal in Action gegangen ist, weil normalerweise hat ja eine Black Widow immer zwei Handfeuerwaffen dabei. Das hier ist allerdings was anderes. Na, das denke ich mal sind so eine Art Elektroschocker, Plasma, Werfer, keine Ahnung was. Sie hat das auf jeden Fall in der Hand und ich schmeiße es gerade runter, dafür haben wir noch einen am Start. Ne, also wie gesagt, sie hat damit wahrscheinlich dann irgendwelche Elektroschocks losgeschossen oder sowas. Ne? Was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. So eine Art erweiterter Widow-Biss oder sowas. Ne? Sieht auch ganz cool aus. Davon habt ihr halt, wie gesagt, zwei Stück. Die kommen dann halt hier ins Holster rein. Ne? Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich, was es darstellen sollte. Ist aber interessant, mal so eine Bewaffnung zu sehen. Ne? Ja, ansonsten seht ihr auch hier, die Holster sind hier schön befestigt an der Widow. Das sieht sehr gut aus. Dann haben wir hier noch die Knieschütze am Start. Ne? Die sind auch hier nur befestigt am Anzug selbst. Das ist wieder so ein kleiner, fragiler Punkt, wo ich euch rate, seid vorsichtig. Na, und dann die Stiefel hier unten sind natürlich wieder aus einem Solid Piece, sehen aber wieder sehr cool aus. Ne? Hier mit den Keilabsätzen, das mag ich, na, das passt soweit. So ein bisschen minimal geweathert, na, das gefällt mir. Auch hier natürlich wieder Profil unter den Sohlen. Alles schön und alles gut. Besondere Sachen, die ich noch hervorheben kann, sind diese Akzente generell an dem schwarzen Suit, den sie hat. Denn hier haben wir halt diesen kompletten Stoffanteil, der hier an den Beinen hochgeht. Und hier ist dann halt wieder so ein bisschen so ein ganz raues, wenn ihr darüber geht, so ein raues Material, was aus Gummi ist oder aus Kunststoff halt. Ne? Und das gefällt mir. Das ist wieder so ein schöner Akzent. Ne? Was ich hier leider so ein bisschen komplett vermisse, ist wirklich sogar ihr Black Widow-Symbol ist nicht dabei. Aber da sie ja in Infinity War so gesehen schon ein bisschen einige Zeit auf der Flucht war, ist das halt jetzt hier nicht mit dabei und das fehlt. Das fehlt halt, ne, da sie ja so ein bisschen halt ja, undercover ist. Ne? Aber ansonsten muss ich sagen, sehr, sehr schön gemachte Figur und ich bin damit wirklich mehr als zufrieden. Tjo, und ansonsten, ihr seht das ja hier, ne? Da ist jetzt nochmal der Schlagstock und hier ist er halt jetzt nochmal komplett zusammengesetzt als Bo-Stab. So könnt ihr dann halt eure Black Widow displayen. Ich finde das cool, das sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Gerade wenn ihr den halt so ein bisschen in den Rücken hier runterpackt oder sowas. Na, ich finde das nice. Ich mag das mit ihrem Buchstab. Das ist auf jeden Fall etwas, was an meiner Figur dran bleibt. Und dann natürlich aber auch dieser Schlagstock hier, na, auch nicht schlecht. Und ich mag das auch generell, dass Black Widow in den Filmen diese Schlagstöcker immer benutzt.
Na, also ich glaube, bei Civil War gab es eine mit Schlagstöckern, dann halt bei Age of Ultron gab es schon eine mit Schlagstöckern. Das passt. Das ist mittlerweile so ein kleiner Style, der halt bei Black Widow mit dabei ist und der mir sehr, sehr zusagt. Das ist allerdings auch alles, was bei Natasha generell an Zubehör mit dabei ist. Na, also viel erwartet da nicht. Es ist einfach genau das, was sie in Avengers Infinity War dabei hatte und wo sie halt in den Kampf halt gezogen ist gegen Thanos seine Armeen. Mehr gibt's da nicht. Ansonsten können wir natürlich auch nochmal hier ganz fix, das ist wichtig, die Beweglichkeit durchgehen. Und da kann ich euch sagen, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen, die Beweglichkeit. Wartet mal, ich nehme hier nochmal diese Stocker hier hinten raus. Weil ansonsten ist die Kopfbeweglichkeit ein bisschen im Wege. So, also ein bisschen eingeschränkt. Der Kopf sitzt auf diesem Doppel-Ball-Joint. Ihr könnt ihn natürlich sehr, sehr gut bewegen. Links und rechts 360 Grad drehen. Wie gesagt, desto mehr ich hier mit Natascha jetzt hier rumwusel, desto schlimmer sieht es mit den Haaren aus. Wir haben hier unten drunter am Körper wieder diese Gummihaut, ne? Diese schöne Gummihaut, die auch komplett bis zum Hals geht. Das heißt, sie ist eigentlich ein doppelter Balljoint. Damit können wir Nataschas Kopf halt sehr weit nach unten gucken lassen und auch sehr weit nach hinten gucken lassen. Wenn ihr jetzt halt nicht hier die Schlagstöcke hier hinten reingepackt habt. Gott, du musst echt zum Friseur. Ich muss da was machen, weil das ist eigentlich so ein cooler Kopf, ganz ehrlich. Ja, ich schweife wieder ab. Die Schultern selbst können wir so weit nach vorne packen, ne? Also nach oben packen, das geht auch, das ist mehr als okay, da komme ich sehr gut mit klar. Nach vorne die Arme gehen halt so weit und nach hinten halt auch so weit. Der Anzug hat sehr viel Spiel, muss ich sagen, das passt, ne? Trotzdem würde ich ein bisschen aufpassen, weil gerade hier dieser Stoffanteil am Start ist und weil hier halt diese Stripes dran sind, womit dann halt hier vor allem diese Schulterstützen, diese Schulterschützer hier halt befestigt sind. Wir haben hier innen drin einen Bicep Swivel am Start und natürlich die doppelten Ellbogengelenke. Ne, auch das funktioniert. Ne? Also da kann Natascha eine gute Beweglichkeit raushauen. Die Hände sind auf den typischen Hot Toys Gelenken, sind aber hier ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass hier ihre Bewaffnung am Handgelenk das Ganze so ein bisschen halt einschränkt. Ne? Ansonsten mehr als okay. App Crunch, auch der funktioniert. Trotz dicker Weste und ihrem Widow-Anzug darunter können wir sie wirklich sehr weit nach unten gucken lassen. Das gefällt mir. Auch nach hinten geht das mit Natascha wirklich sehr, sehr gut. Also der Körper, der hier benutzt wird, der ist auf jeden Fall mehr als einwandfrei. Hüftrotation ist auch noch da. Bleibt die eigentlich im Platz? Auch das, sogar die Hüftrotation bleibt im Platz. Auch da kann man sagen, das ist mehr als ausreichend. Der Split geht ungefähr so weit. Ihr seht auch hier, die ganze Vergurtung geht so ein bisschen mit. Würde ich trotzdem sagen, passt ein bisschen auf, nicht, dass da was passiert. Wir haben noch die Oberschenkelbeweglichkeit am Start, die doppelten Kniegelenke, wo ich dann wirklich sage, passt auf hier mit dem Knieschützer, ne? Nicht, dass da was passiert. Da haben wir immer so ein kleines Problem bei Hot Toys Figuren, dass hier und da mal ein Knieschützer oder ein Armschützer, Ellbogenschützer mal halt abgeht. Aber das geht. Die Beine selbst nach vorne kann ich jetzt mit Gewalt so weit drücken. Das geht und sie bleiben sogar im Platz. Nach hinten, so weit. Also auch da muss ich sagen, völlig okay. Ihr müsst ein bisschen mit dem Anzug spielen, aber ich würde euch da raten, lasst das nicht unbedingt zwingend in dieser Position, weil ich glaube, dann habt ihr da wirklich keinen Spaß dran, ne? Weil die Faltengebung an den Anzug ist wahrscheinlich dann nicht so toll. Die Füße selbst, die Boots selbst, wie gesagt, aus einem Solid Piece, da gibt es auch keine großartige Beweglichkeit. Innen drin ist ein Gelenk, so wie ich das oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber starr, wirklich starr, Leute, da erwartet gar nichts, da könnt ihr auch nichts raushauen mit Black Widow. Na, also die Füße, außer dass ihr halt so ein bisschen die Stiefel so bewegen könnt, sind starr, da könnt ihr keine Beweglichkeit raushauen. Mehr kann ich euch zur Beweglichkeit nicht zeigen, aber ich muss sagen, ja, das passt. Das passt, da bin ich auf jeden Fall mehr mit zufrieden oder gut zufrieden mit. Ansonsten, was bleibt noch? Was bleibt am Ende noch? Natürlich am Ende noch der Hexagon Avengers Infinity War Stand. Ja, wir haben mal wieder eine komplett neue Form. Finde ich auch schön. Sie wird jetzt langsam wieder kleiner. Hot Toys hat ja irgendwie angefangen mit den ganz normalen, ovalen, schwarzen Stands. Und dann wurden sie irgendwie immer größer, bis wir mittlerweile wieder bei einer Größe sind, die wirklich sehr annehmbar ist und auch sammelfreudig ist. Denn gerade sowas passt besser mal in eine Detolf rein. Ne? Das ist eine schöne, angenehme Größe, dieses Hexagon. Na, mit dem Avengers-Logo drauf und dann hier Marvel Avengers Infinity War. Finde ich schön. Natürlich auch vorne drauf eine kleine Nameplate, dieses Mal leider nur bedruckt. Black Widow hätte ich mir lieber gewünscht, dass es auch wieder eine silberne Nameplate ist, aber leider nicht der Fall. Mit der normalen Crouch-Gabel hier am Start, na, standardmäßig. Ich finde, das ist eine schöne Größe auf jeden Fall. Ne? Damit könnt ihr eure Natascha wirklich sehr schön ins Display packen und sie nimmt nicht zu viel Platz weg.
Das passt mir soweit. Zu guter Letzt noch einen kleinen Vergleich für euch, falls ihr nochmal das mit dem Headscape sehen wollt. Das ist halt jetzt Infinity War und das hier ist jetzt halt Civil War. Das sind die beiden Natashas und da seht ihr, der Headscape ist wirklich der gleiche. Allerdings ist sie hier, hier war Natasha ein bisschen mehr in der Sonne. Sie ist auch hier wirklich sehr weiß, also auch der Hautton ist wirklich sehr hell. Dafür sind die Lippen dann halt sehr rot angemalt und alles, ne? Müsst ihr natürlich wissen. Wie gesagt, das ist für mich immer noch meine Favorite Black Widow. Die sieht einfach toll aus. Na, auch mit den Haaren, mit den langen Haaren. Ich mag es halt, wenn sie halt die längeren Haare hat. Damit sieht sie einfach besser aus. Na, aber natürlich auch hier die Infinity War Natasha. Sie hat was. Sie gehört mit in meine Sammlung. Ich bin ein Black Widow Sammler, das gebe ich offen zu. Mein Widow Squad wächst und wächst und wächst. Na, und ich bin da auf jeden Fall immer noch sehr stolz drauf. Und ja, mehr gibt's nicht zu zeigen. Ich bin mal gespannt, wem von euch diese Black Widow generell zusagt. Viele werden sagen, es sind die Haare, die werden mir nicht gefallen. Es sieht zu wüst aus. Aber trotzdem kann ich euch sagen, sie ist eine Kaufempfehlung. Ja, natürlich ist sie eine Kaufempfehlung, weil selbst der Suit und alles ringsherum, finde ich, ist wieder sehr, sehr toll meisterhaft gemacht. Und da kann ich einfach nur sagen, schnappt sie euch, wenn euch das mit den Haaren nicht stört. Und wenn ihr vielleicht selber Friseur seid und ihr das hinkriegt, dann denke ich mal schon, habt ihr damit eure Freude. Ich finde, das ist trotz alledem eine tolle Black Widow-Figur, die sich in jeder Sammlung kann sehen lassen. Sie ist halt mal was anderes und fällt halt auf jeden Fall auf. Nicht die standardroten Haare, die ich persönlich immer noch am schönsten finde, sondern einfach mal in Platinblond. Warum nicht? Geht auch. Bin gespannt auf eure Kommentare. Natürlich wie immer unten rein. Da bin ich echt gespannt. Oh mein Gott. Ich zitter schon beim Drehen dieses Videos über eure Kommentare. Oh, hoffentlich wird es nicht zu zerstörerisch. Aber das ist dann eure persönliche Meinung und das ist wichtig. Und deswegen habe ich sie euch gezeigt, damit ihr euch euren Ersteindruck machen könnt. Ich bin raus, liebe Leute. Also danke wie immer fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Und natürlich reingehauen.